Liebe Boxsportfreunde, es ist soweit. Am 10. September steigt ein absolutes tolles Event. Das Main Event hier auf Universum Boxing im Universum Gym. Ihr könnt natürlich direkt an dem Bildschirm dabei sein oder auch hier vor Ort diese Begegnungen oder diese vielen Begegnungen, die wir euch vorgestellt haben, natürlich auch live miterleben. Eines der Highlights an dem Abend wird folgende Begegnung sein: Senad Gashi gegen Ali Kuydin. Also zwei Kämpfer, die sich auf Augenhöhe treffen, behaupte ich jetzt einfach mal, mit spannenden Spitznamen. Ja? Wir haben einmal den Gashin Gun gegen Iron, und jetzt, bevor es kämpferisch wird, außen sitzen dann die jeweiligen Box-Promoter, und die werde ich auch dann nachher ins Gespräch reinholen. Links haben wir Ahmet Öner und rechts Ismail Özen Otto. Also es wird auf jeden Fall ein sehr spannender Abend. Erste Frage geht an Senat. Ich habe mal vor kurzem gelesen, es gab irgendwie einen Vorfall mit deinem Auto und du bist wieder mal nicht zimperlich mit deinem Gegner umgegangen. Ja, da war was Kleines passiert, aber sein Kiefer war schon vorher gebrochen. Das kommt nicht von mir. Und das Auto steht noch? Ja, Auto steht noch, alles gut. Wie fühlst du dich denn eigentlich? Bist du für den Kampf gut vorbereitet? Bist du eigentlich gerade quasi schon hot und heiß drauf? Ich bin in meiner Form, das Training läuft, ich gebe Gas, bin gut vorbereitet. Ich kenne Ali schon von früheren Trainingseinheiten und ich weiß, was mich erwartet. Und zwar, dich erwartet ein Kämpfer, der seinen Kampfnamen alle Ehre machen möchte, Iron. Ja, man kann es schon raushören, also sein Vorbild ist definitiv Mike Tyson. Jetzt ist natürlich die Frage, mein lieber Ali, das sind aber große Fußstapfen, die du treten möchtest. Das stimmt. Wenn schon, denn schon, ne? Wie bereitest du dich eigentlich auf deine Gegner vor? Gibt es schon Taktiken oder übt man schon und spricht man regelmäßig mit seinen Promotern und Trainern? Ja, ich spreche mit meinem Trainer als Abhalt. Wir ziehen unser Ding durch halt, ne? Und unser Ziel, wir haben nur ein Ziel halt, ne? Durch. Hast du eigentlich Kämpfe von Senad Gashi schon anschauen können? Wir kennen uns schon von den Amateurzeiten halt schon einige Jahre, jetzt bestimmt schon 10 Jahre, bestimmt. Länger? Ich kenne ihn, ja, oder noch länger vielleicht, aber wir kennen uns lange auf jeden Fall. Von Meisterschaften auch schon, ja? Also ich weiß schon, wie er boxt halt, ne? Wenn man sich so gut kennt, dann kennt man ja eigentlich die ganzen Stärken und Schwächen. Was ist denn seine besondere Stärke eigentlich? Ali ist sehr gut im Infight und hat gute Schläge. Was ist seine größte Schwäche? Seine größte Schwäche? Das ist manchmal zu, ich denke mal zu... Ja, das ist lieber jetzt taktisch nicht so klug zu sagen. Ne? ja. Also du kennst seine größte Schwäche? Ich weiß, no comment. Du kennst auch seine größte Schwäche wahrscheinlich. Ja, natürlich. Also, wir werden auf jeden Fall einen spektakulären Kampf erwarten. Du bist, mein lieber Senat, viel gereist, hast viele Kämpfer kennengelernt. Wir konnten das auf den sozialen Medien verfolgen. Welche Vorteile bringen diese Begegnungen mit sich? Also, was bringst du jetzt mit? Welche Entwicklung bringst du noch mit in den Ring? Du lernst auf der ganzen Welt verschiedene Styles kennen. Du musst adaptieren, du musst dich neu anpassen, du lernst neue Trainer kennen. Ein neuer Trainer ist auch, wie gesagt, wie ein neuer Sparringspartner. Auch da muss das Timing finden. Und das ist für mich immer sowas wie ein Kampf, auch das ganze Training mit den ganzen vielen Kämpfern. Jeder ist ja anders, jeder ist individuell. Von der Anatomie, wir sind alle gleich, aber von der Physis, ja. Andere haben anderen Hebel, andere Bewegungen, andere Muskelverteilung. Das ist schon ein sehr interessanter Sport, ja. Und wie gesagt, mit jedem neuen Gegner adaptiere ich das und sauge die Bewegung auf und kann sehr schnell eben Sachen antizipieren. Dein Gegner hat mal in einem Interview gesagt, er möchte unbedingt Weltmeister werden. Ja. Ja, ich glaube, wahrscheinlich du auch, gehe ich erstmal davon aus. Ja, jetzt ist die Frage, einer muss den anderen stoppen. Was hast du denn? Oder wie kannst du, oder bisschen, was kannst du ihm entgegensetzen? Ihn davon aufhalten, ja. Wie ich ihn aufhalten werde halt, ne? Das werden wir im Ring sehen dann. Gibt es dann eine bestimmte Taktik, mit der man an so einen Kampf dann rangeht? Dass man sagt, ich meine... Man muss sich anpassen an dem Gegner halt. Ne? Jeder ist ja anders, jeder hat einen anderen Stil, jeder boxt anders. Aber wie ich mich jetzt dementsprechend anpassen werde, werden wir im Ring sehen halt. Ne? Okay, also auf jeden Fall, eine Sache höre ich immer gerne raus, wenn Kämpfer sich respektieren,
Das hört man ja bei euch, also man kennt sich. Wir haben Senat Gashi mit aktuell 22 Kämpfen, 21 Siege durch K.O. Ali Kriden hat 16 Kämpfe, 15. Also wir sehen zwei Gegner, die wahrscheinlich auf, sind die auf K.O. aus? Also ist das so immer so ein Traum, wenn man in den Ring reingeht? Vielleicht an dich als erstmal, Senat? Der Kampf entwickelt, also der K.O. entwickelt sich aus dem Kampf heraus. Und ich will da einen schönen Kampf machen. Ich weiß, Ali hat einen guten Bums. Ich habe auch einen guten Bums. Es wird sich entscheiden, wer wen zuerst gut trifft. Mein Kinn ist Weltklasse, jeder weiß das. Mal schauen, wie Ali sein Kinn ist. Ja, also man kann, wie man so schön sagt, nicht den K.O. erzwingen. Ne? Wir werden halt sehen, was passiert im Ring. Ne? Ich ziehe mein Ding durch, dann sehen wir halt, was passiert. Es gibt eine weitere Premiere, mal jetzt unabhängig davon, dass ihr im Ring gegeneinander antritt. Es gibt nämlich auch, und damit auch meine Frage an meine beiden Gäste im Außen, ja, rechts Ismail Özen, das erste Mal gegen Arena Box Promotion. Ja, Universum Boxing trinkt auf Arena, direkt im Ring. Wie stellt ihr euch den Kampf vor? Wie bereitet man sich eigentlich als Manager auf so einen Kampf, als Promoter vor eigentlich? Die Frage an mich oder an Ismail? Entschuldige, ich habe dich angeguckt, deswegen an dich. Okay. Ich dachte, wir fragen zuerst den Hausherrn, aber ist okay. Also von meiner Seite, glaube ich, wird das ein echter Boxkampf. So ein Boxkampf, wie man sich den wünscht. Quasi spektakulär. Ali, der wird versuchen, nach vorne zu gehen. Den Kampf, den K.O. wird er versuchen zu erzwingen. Senat wird den Kampf machen. Senat hat mit sehr vielen erfahrenen Leuten im Ring gestanden. Wahrscheinlich auch mit erfahrenen als Ali im Ring stand. Das wird für Senat sprechen. Und Ali hat wahrscheinlich eine, weiß ich nicht, aber ich glaube, der hat eine bessere Amateurerfahrung als Senat. Und Senat hat das bei den Profis in meinen Augen so ausgebügelt. Der hat sich weiterentwickelt. Und ich denke, das wird so ein Kampf für Deutschland. Ich denke, das ist Kampf des Jahres, weil die sind beide ziemlich gleich groß. Beide können hauen. Beide haben wirklich Eier. Beide haben wirklich haben was zu verlieren. Weil beide träumen irgendwo noch jetzt am Punkt ihrer Karriere von einer WM. Und die ist auch wahrscheinlich für einen von den Siegern. Und Senat Gashi steht im Bridgerweight auf Top 10 der WBC-Rangliste. Das ist spektakulär allein. Und so einen Kampf hier in Deutschland zu haben, finde ich schon spektakulär, weil das ist, sag ich mal, erste Bundesliga, wie beim Fußball. Das ist jetzt wirklich Qualifikation in die Champions League. Und der Sieger von den beiden, der kann von Oscar Rivas den Weltmeister träumen. Also das ist auch ein greifbarer Traum dann. Und ich glaube, allein diese Fakten machen den Kampf zum richtigen Kampf. Und vor allen Dingen verdient das auch Universum, die schon seit langem hier so veranstalten. Und denke ich, dass man hier so einen Kampf zustande kriegt, ist wirklich halt meine Erfahrung. Ismails Lobby Power, die wir jetzt auf den Tisch gepackt haben, haben jetzt die beiden Jungs, opfern wir jetzt ein. Und aus zwei, entweder entstehen zwei Parallele oder aus zwei wird einer. Und das wird sich an dem Arm zeigen. Also das ist schon Schicksalskampf. Also das ist, einer muss wahrscheinlich die Bühne verlassen. Der Gast durfte zuerst sprechen, weil ich immer sage, der Hausherr darf dann gerne mal seine Meinung jetzt sagen. Kannst du in diesem Falle Ahmet Öner zustimmen? Ich stimme natürlich zu. So, Ali kenne ich auch sehr lange auch. Ali Kriden war auch oft hier mit Training und er war wochenlang hier Sparring und hat hier seine Vorbereitung gemacht und ein toller Box. Und ich habe für die beiden tollen, muss ich ehrlich sagen, Respekt, dass in Deutschland, dass sie sich so gegeneinander boxen. Weil in Deutschland sind sie alle Boxer so gewohnt. Immer für den Promoter, ja, bring mir den Gegner aus Ausland, mal von da, von links, rechts, so Wunschgegner. Und ich habe für den beiden großen Respekt, dass die jetzt miteinander boxen, kein einziges Thema gemacht, beide nicht. Ich boxe gegen ihn, egal, in Deutschland, aber Hauptsache bleibt alles sportlich und ein faires Kampf. Und trotzdem, wenn sie trotzdem miteinander nach auch grüßen werden und Arm nehmen, so wie es sportlich gehört. Also, Senat bekannt ist, weil der hat ja mit Chisora, mit allem geboxt. Also der Mann hat ja noch nie seinen Kampf ausgewichen und das ist ja auch was eigentlich so. Ich bin der Einzige in Deutschland, wo gegen so Leute gekämpft hat. Ja, das ist auch, das macht das auch besonders. Ja. Also für uns, für Ali ist das eine Riesenchance. So, und wir haben auch eine Chance, was wir jetzt entwickelt haben als Universum, mit dem YouTuber so Reichweite, Boxen wieder zu interessant zu machen.
und ist auch sehr interessant geworden. Und jetzt wollen auch viele von uns jetzt nachmachen, sollen die auch machen, dass wir auch Konkurrenz dabei haben und dass das noch mehr sich so entwickelt, Boxen, und noch mehr interessant wird, ob das eine gute Veranstaltung ist oder wie Sie sich so vorstellen. Aber auf jeden Fall ist es gut fürs Boxen, darüber zu reden. Es ist immer schlimm, wenn man darüber nichts reden sollte. Also ich glaube, an einem Punkt treffen wir uns im Ring, und zwar Respekt, fair und eine harte Auseinandersetzung. Die können wir, glaube ich, an dem Abend erwarten. Ahmet Öner und Ismail Özen Otar haben es auch gerade euch mitgeteilt. Denn der Abend bedeutet für einen, wobei es gibt ja immer noch Unentschieden beim Boxen, aber wenn wir von einem Fall ausgehen, dass einer gewinnt, machen die beiden Promoter uns auf jeden Fall Hoffnung, dass vielleicht demnächst ein Weltmeisterkampf oder der zukünftige Weltmeister vielleicht aus Deutschland, aus Hamburg oder aus Frankfurt am Main. Ich tendiere zu Hamburg, soll mir keiner übel nehmen. Aber ich unterstütze auch den Frankfurter. Das glaube ich nicht. Also, auf jeden Fall wird das für die anderen Boxer auch sehr interessant werden in Zukunft, wenn der Kampf zustande kommt. Wird auch kommen. Und nach dem Kampf wird große Aufmerksamkeit werden. Die werden auch sehen, was für Aufmerksamkeit bringt, wenn man in Deutschland sich erstmal zu beweisen, bevor man ins Ausland geht. Richtig. Deutschland, Boxen braucht diese Kämpfe, und durch die Plattform, die jetzt Ismail aufgebaut hat mit Universum und den Influencern und YouTubern, die jetzt mehr Zuschauer sich reinziehen und sich für Boxen eventuell mehr interessieren. Ich hoffe, da bleibt was hängen. Das ist nur gut für die Sportler, die verdienen es. Ich finde das wirklich, die beiden verdienen absoluten Respekt, weil das ist ein Kampf wie zwei Gladiatoren. Das sind die Gladiatoren der Neuzeit. Das sind echte Boxer, die wirklich jetzt echt um ihr Leben boxen, nicht irgendwelche tschechischen oder weißrussischen Fallobstboxen, sondern hier boxt Senat Kaschin gegen Ali Kriden. Das ist ein echter Kampf. Da kann einer tot umfallen, da kann einer K.O. gehen, das ist Reality, das ist echter Krieg. Und das ist nicht so ein Showkampf. Das muss man sehen. Das ist eigentlich nicht vergessen, einschalten. So, jetzt machen wir Facebook. Nur noch ein bisschen mehr, komm her, kein Problem. Kein Problem. Ich habe gesagt, du sollst ernst sein. Du liebst auf jeden Fall. Wie hast du es? Nicht auf jeden Fall. Machen wir weiter, oder? Wird gut. Wird sehr gut. Na, warte mal. Papier schlägt Stein. Nice. Schön gekommen. Schön gekommen. Oh Gott. Danke. Brunnen. Aber der Mann ist immer schlau. Das ist immer ein Schritt voraus. So, meine lieben Boxsportfreunde, seid dabei. Am 10. September steigt ein wunderbares, ein Main Event hier bei Universum Boxing direkt im Gym. Ihr könnt natürlich dabei sein, dafür müsst ihr nur unseren Channel abonnieren, folgt unseren sozialen Medien. Und eins kann ich euch versprechen, der Kampf Senat Gashi gegen Ali Kriden wird definitiv eines der spektakulärsten Kämpfe. Vielleicht habt ihr sogar die Möglichkeit, den zukünftigen Weltmeister zu sehen. Wir freuen uns auf euch.